Wir sind heute hier im Gespräch mit Herrn Bentele, Geschäftsführer vom Deutschen Pelletverband und Diplom-Forstwirt. Es geht um das Thema Pelletheizung, Pellet als Rohstoff und Verfügbarkeit. Herr Bentele, vielen Dank, dass Sie für uns Zeit genommen haben. Sehr gerne. Freut mich sehr. Sie haben natürlich viel zu sagen zu dem Thema Nutzung von Pellets, Nutzung von Holz in Deutschland. Wie sehen Sie die aktuelle Situation von Pelletsmarkt in Deutschland? Gut, da müssen wir ein bisschen zum Wald zurückgehen. Deutschland hat das meiste Holz in Mitteleuropa im Wald stehen. Die deutschen Wälder sind sehr gut bestückt. Wir haben die meisten Sägewerke und Pellets werden produziert aus dem, was im Sägewerk, sagen wir mal, auf den Boden fällt. Das sind Holzspäne. Und wenn Sie einen Holzstamm einsägen, fallen 40% als Holzspäne auf den Boden. Wenn Sie das hochsummieren in Deutschland, kommen Sie jährlich auf einen Spananfall von 6 bis 7 Millionen Tonnen, die der Pelletindustrie zur Verfügung stehen. Deswegen sind wir auch nicht umsonst in Europa generell der Pelletmeister, weil wir mit Abstand die meisten Pellets in Deutschland produzieren. Ja, ja. Natürlich, wenn ich da einsteigen darf, bei dem Rohprodukt, bei der Rohmenge von Pellets, was man benötigt, gibt es da noch andere, die auch Interesse an diesem Rohstoff haben? Ja, der Holzspan ist auch von der Spanplattenindustrie begehrt. Und da muss man einfach sagen, der Markt funktioniert. Wer bessere Wertschöpfung in seinem Produkt generieren kann, der bekommt den Span am Ende. Aber aktuell haben wir genügend Späne, sowohl für die Spanplatte als auch zur Pelletherstellung. Das heißt, man kann festhalten, dass es kein Baum gefällt wird und zu Pellets verarbeitet wird, 1:1. Nein, generell, die Holzenergie in Deutschland basiert auf Reststoffen. Hackschnitzel und Scheitholz entstehen aus Produkten, die bei der Holzernte im Wald auf dem Boden verbleiben, dicke Äste und andere Teile, die nicht sägefähig sind. Und Pellets werden aus dem gemacht, was im Sägewerk auf den Boden fällt und nicht sägefähig ist. Also von einem Kubikmeter Schnittholz fallen, wie gesagt, 40% Sägespäne auf den Boden. Und das gibt die Grundlage für die hohe Pelletproduktion in Deutschland. Und wie steht es aktuell um den Wald in Deutschland? Ja gut, die letzten Jahre waren durch Trockenheit geprägt, durch einen erhöhten Borkenkäferanfall. Wir hatten Waldschäden auf 2 bis 3% der Waldfläche in Deutschland, die abgestorben ist, die aber wieder aufgeforstet wird. Ansonsten haben wir über Jahrzehnte den Zustand, dass in Deutschland immer weniger Holz geerntet wurde, als jährlich nachwächst. Das heißt, wir haben einen großen Überhang an Holz, der nutzbar ist und der, wenn Sie den Klimawandel anschauen, jetzt auch in Form eines Waldumbaus verfügbar gemacht wird, weil die Wälder müssen von den Baumarten her geändert werden. Es werden mehr Laubhölzer geben. Sie müssen jünger werden. Also wir werden in den nächsten 20 Jahren einen erhöhten Holzanfall in Deutschland zu verzeichnen haben, der auch für die Energieholznutzung zur Verfügung steht. Ich gebe Ihnen nur die kritischen Fragen weiter, die mich natürlich darum geht's. Das heißt, wir sind ja gerade in einer Entwicklung, wo wir sagen, wir müssen weg vom Öl, Gas, von den fossilen Energieträgern hin zu erneuerbaren Energien, hin zu Pelletheizungen, vor allem im Bestand. Das bedeutet aber, der Bedarf wird sich ja auf lange Sicht dauerhaft steigern, was die Pellets angeht. Und das ist kein Problem für unseren Vorteil. Nein, das ist noch kein Problem, weil, wie gesagt, wir produzieren momentan 3,5 Millionen Tonnen Pellets in Deutschland im Jahr und wir haben alleine, was an Sägerestfölzern im Sägewerk anfällt, 7 Millionen Tonnen zur Verfügung. Da ist noch Luft nach oben, auf jeden Fall. Und ansonsten sagt niemand, dass wir in Deutschland nur noch Pelletheizungen anbauen wollen. Der Gebäudebestand ist so heterogen, so vielfältig, dass wir aber alle erneuerbaren Varianten nutzen müssen, die zur Verfügung stehen, um diesen Gebäudebestand zu erneuern. Und da spielt die Pelletheizung aus meiner Sicht vor allem im Bestand eine wesentliche Rolle. Das stimmt, da bin ich bei Ihnen. Ein anderer wichtiger Punkt, wenn man sich für eine Pelletheizung entscheidet, ist natürlich der Preis für den Rohstoffpellet. Ja. Wie sehen Sie den Energiepreis, den Tonnenpreis in Zukunft? Ja, ich kann Sie da nur bestätigen. Über 10 Jahre waren wir nicht nur preisstabil, sondern inflationsbereinigt hatten wir sogar einen Preisrückgang in den letzten 10 Jahren. Und dann kamen die kriegsbedingten Auswirkungen auf die Energiemärkte, die alles in Unruhe gebracht haben und die den Konsumenten in Deutschland leider dazu bewegt haben, panikartig sich zu bevorraten. Und diese Entwicklung im letzten Sommer hat einfach dazu geführt, dass der Pelletmarkt komplett in Unordnung geriet und dass die Preise außer Kontrolle gerieten. Das hatten wir noch nie in dieser Art und es hat uns auch im Image her geschadet. Und wir können allerdings heute sagen, dass sich die Lage normalisiert hat. Wir haben heute Mitte März 2023 und der Preis Mitte März ist genauso hoch wie letztes Jahr im März 2022. Das heißt,
Die Lage hat sich entspannt. Die Bevorratung bei den Kunden ist sehr, sehr hoch. Die Nachfrage ist sehr niedrig. Und der Pelletpreis pendelt sich wieder auf dem ein, was wir bislang kannten. Und was man sagen muss, er war immer unterhalb der fossilen Energiepreise. Insofern dieses Argument wollen wir uns auch gerne in der Zukunft beibehalten, dass Pellets immer günstiger sind als fossile Energien. Und immer verfügbar. Wie steht es mit der Verfügbarkeit von den Pellets? Ja, wir sind Europameister in Deutschland, was die Produktion angeht. Mhm. Wir sind verfügbar, weil die Sägewerke arbeiten. Ich denke, der Rohstoff Holz wird auch im Bau eine starke Steigerung erfahren. Auch dort muss klimaneutral gehandelt werden. Und wenn für den Bau Bauholz gesägt wird, fallen, wie gesagt, immer 40% Späne an. Ja. Und wenn die Nachfrage nach Bauholz hoch ist, dann steigt automatisch der Anfall von Sägerestholz und damit auch die Verfügbarkeit von Pellets. Das ist richtig. Der Preis stabilisiert sich, ist ja wieder auf einem guten Niveau, sehe ich auch so jetzt Mitte März. Und die Verfügbarkeit war immer da. Oder haben Sie jemanden erlebt, der keine Pellets bekommen hat irgendwann mal? Nein, auch im letzten Sommer. Jeder hat Pellets bekommen. Man hat halt mal 3 oder 4 Wochen gewartet. Und der Preis war, wie besprochen, eben unerfreulich. Aber ich sehe das als eine einmalige Sache an. Und ich sage auch, man konnte das letztendlich nicht verhindern. Diese Verbindung von kriegsbedingten Beunruhigung der Energiemärkte und diesem panikartigen Verhalten der Verbraucher, da konnte man nicht darauf vorbereitet sein. Eine Frage noch zum Abschluss. Natürlich hat man einen regionalen, regenerativen Gedanke und einen Zukunftsgedanke, wenn man eine Pelletheizung einbaut. Wie stelle ich sicher, dass ich wirklich regionale Pellets bekomme? Gut, die Marktdokumentation kann das belegen. Wir sind in Deutschland immer schon Nettoexporteur. Das heißt, wir haben immer eine positive Außenhandelsbilanz. Das heißt, wir produzieren immer mehr Pellets, als wir selbst verbrauchen können. Dieses Delta zwischen Produktion und Verbrauch wird sich, wenn der Bedarf steigt, ein wenig annähern. Aber ich bin ganz zuversichtlich, dass wir immer den einheimischen Markt mit heimischen Pellets versorgen können. Und wie gesagt, wir haben den größten Sägemarkt Europas, wir haben den größten Pelletmarkt Europas. Und wir können auch über das Statistische Bundesamt nachweisen, dass wir keine Pellets aus Übersee und keine Pellets aus Rumänien in Deutschland im Handel haben und dass man deswegen mit gutem Gewissen Pellets verbrauchen kann, mit dem Gewissen, dass es ein nachhaltiger heimischer Brennstoff ist. Das heißt, wenn ich Pellets bestelle bei meinem Händler in der Region, kann ich davon ausgehen, dass es deutsche Pellets sind. Sie können den Händler auch fragen und der Händler ist zertifiziert, er hat eine Identifikationsnummer und er handelt mit Pellets, die auch eine solche Nummer haben. Das ist das EN-Plus-System und auf dieser Basis können Sie eigentlich nachverfolgen, woher Ihre Pellets kommen. Also EN-Plus ist das einzige System mit der Identifikationsnummer, die es in Deutschland gibt, wo der Kunde sehen kann, wo die Pellets herkommen. Das ist eigentlich das maßgebliche System am deutschen Markt, das auch ein Beschwerdemanagement für den Verbraucher hat, falls die Pellets mal nicht die Qualität haben, wie gefordert. Das ist eigentlich momentan die Benchmark in Deutschland, was die Pelletqualität angeht. Insofern, Verbraucher sollten einen geschulten, guten Heizungsbauer nutzen, wenn sie eine Pelletheizung einbauen. Und sie sollten auf einen qualifizierten Pellethändler achten, der EN-Plus zertifiziert ist. Dann funktioniert das alles sehr gut und auch langlebig und nachhaltig. Vor allem. Ja, wir haben in den letzten 10 Jahren eigentlich, was Qualität und sonstige Probleme angeht, im Pelletkeller keine Probleme mehr. Ja, das stimmt, das kann ich bestätigen. Herr Wendele, herzlichen Dank für die Fragen. Herr Dumm, vielen Dank für Ihr Interesse. Hat mir Spaß gemacht. Ja, Dankeschön. Vielen Dank.